Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 mit der Duftmädchen, duften Typ, der duften tiefer Puppe und Backlook. Der ist nicht so dufte. Der schnüfft die ganze Zeit. Der ist komisch. Aber wir haben Erfolge erzielt bei der Genesung der Leute, die sich eigentlich in Sündenvertilger verwandeln sollten. Mal gucken, wie es weitergeht. Und? Hat es gewirkt? Du und dein Familiar Angel haben alles richtig gemacht. Ich spüre sie, wie sich die Wärme seiner Seele auf seinen Körper ausbreitet. Ja, ich denke, der Zauber hat gewirkt. Großartig gute Arbeit, Alize. Den Götter sei Dank. Ich habe wirklich alles gegeben. Meine Knie fühlen sich auch schon so gut wie formbarer Lehm. Fühlen sich auch schon an wie gut formbarer Lehm. Alrik, endlich hast du deine Stimme wieder. Man sollte vorsichtig vorgehen, um die Patienten nicht zu sehr zu belasten. Aber wenn man die Behandlung mit dem Stärkungszauber fortsetzt, sollte sich eine völlig vollkommene Heilung einstellen. Damit wäre bewiesen, dass eine zum Stillstand gekommene Seele gestärkt werden kann. Jetzt können wir uns dem gegenteiligen umgekehrten Prozess widmen, der Schwächung von Seelen, um sie für den Transport vorzubereiten. Wir sind unserem Ziel und unserer Heimat einen großen Schritt näher gekommen. Übrigens habe ich da über etwas nachgedacht. Die Heilung, die wir hier versuchen, sie ist eine so großartige Sache. Glaubt ihr, dass wir damit noch mehr Gutes tun können? Ich denke da an all die anderen, deren Seelen leiden, an die vielen Opfer der Primae. Du meinst die Besessenen? In der Tat, der Zustand ähnelt dem derer, die von dem Fluch der Sündenvertilger befallen sind. Wenn das wirklich so sein sollte, können wir dann nicht auch unserem kleinen Koboldfreund helfen? Ich habe keine Freunde unter den Kobolden. Klar haben wir Freunde unter den Kobolden. Gabu, der kleine Junge. Dem tapferen Gabu, das wäre ja wunderbar. Dessen Eltern von Titanen getötet wurden. Du willst ihm auch helfen, nicht wahr? Seit er unter der Besessenheit litt, ist seine Seele nicht mehr dieselbe. Bestimmt können wir ihn auch heilen. Wovon sprecht ihr da, wenn ich fragen darf? Ja, möglicherweise ist es möglich, aber genau kann ich es nicht sagen. Zu viel ist unbekannt. Es sind weitere Untersuchungen notwendig. Das verstehe ich natürlich, aber es reicht mir schon zu hören, dass es Hoffnung für Gabu gibt. Ich werde mich natürlich zuerst um die Leute hier in der Ruhestadt kümmern. Angel und ich kommen alleine zurecht. Kehrt ihr doch schon nach Crystarium zurück und bereitet alles andere vor. Ich komme nach, sobald ich hier fertig bin. Ach, die Jugend sprüht nur so von energischer Energie und Tatendrang. Ich wünschte, ich hätte mich in der Vergangenheit leichter damit getan, etwas zu unternehmen. Also dann, kehren wir nach Crystarium zurück. Alfino, Dufte, endlich habe ich euch gefunden. Kaishir, was machst du denn hier? Ist etwas passiert? Steht da schöne Julmor in Flammen? Nein, das nicht. Aber es gibt ein Problem, deswegen hat Frau Chai mich losgeschickt, um euch zu holen. Sie war den Tränen nah. Dann wollen wir die Gute nicht warten lassen. Sie hat so eine, so ihre Eigenarten, aber ihr Herz ist am rechten Fleck. Geht nur. Ich finde allein nach Crystarium zurück. Ich verlasse mich einfach auf meinen untrüglichen Geruchssinn. Danke, Backlook. Wir sehen uns dann später. Kommt, wir sollten sofort aufbrechen. Es geht um nichts weniger als die Zukunft von Julmor. Na, das klingt ja unheimlich. Was ist denn hier passiert? Den Rest wird Frau Schei in Julmor selbst erzählen. Lass uns per Transportzauber zum dortigen Eteriten reisen. Das sollte am schnellsten gehen. Kriegen wir jetzt einen Gratisport?
Das wäre ja auch viel zu schön. Frech. Muss ich sogar noch die Reise selber bezahlen. Ich hebe meine Faust drohend in die Luft. Schatz, drohen. Geht doch. Ach, guckt euch mal die lieben Leute an. Der Luna, die Thales, die mir so bei meinen letzten Dungeons geholfen haben. Ach, wunderbar. All meine Freunde laufen hier in Yulmo rum. Die Stadt steht noch. Ich bin gespannt, was Frau Chai auf dem Herzen hat. Aber sie scheint nicht wie üblich im Salon der edlen Damen zu sein. Bestimmt ist sie an der Himmelsblick-Balustrade. Wenn sie schwermütig ist, blickt sie oft von dort aus in die Ferne. Sehen wir nach. Ja, Luna. Luna kriegt auch einen Hack zurück. Hier bist du da. Okay. So, die Gute wird sicherlich hier hinten stehen irgendwo. Da ist sie auch schon. Mensch, das war eine kurze Quest. Dulia Shai. Was liegt dir denn auf dem Herzen? Ist das Bild wieder misslungen, was sie haben wollte? Da seid ihr ja. Danke, Kaishil. Das hast du fabelhaft gemacht. Sagt, Frau Chai, was ist passiert? Es ist eine schreckliche Tragödie. Ich Ärmste weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, so ganz allein. Allein? Wo ist denn euer Herr Gemahl, Chainus? Gegangen! Er ist fortgegangen und hat mich zurückgelassen! Was sagt ihr da? Warum sollte er denn so etwas tun? Ach, Alfino, du weißt doch, wie es hier zuging, was für ein Durcheinander in Yulmor herrschte. Also haben die Freien sich zusammengetan und eine Versammlung einberufen. Ich erinnere mich, ihr wolltet einen Nachfolger für Vorthry wählen. Eine gute Idee, wie ich meine. Ja, aber leider hat sich kein einziger zur Wahl gestellt. Wir Freien haben uns einfach zu lange den Genüssen hingegeben. Das Liegen, Essen und Trinken hat uns verweichlicht. Niemand will Verantwortung übernehmen. Niemand weiß mehr, wie man ein Land aus der Krise führt. Als sich keiner der Herrschaften zur Wahl stellte, entschied man sich, eine offene Wahl ohne Kandidaten durchzuführen. Und gewählt wurde mein Mann. Das überrascht mich nicht. Euer Gemahl hat sich beim Bau des Riesentalos als fähiger Anführer bewiesen. Er würde ein gutes Staatsoberhaupt abgeben. Ach, du bist ja so ein kluges Bürschchen. Ich bin ganz deiner Meinung, mein schlauer Alfino. Schließlich ist er ein Meister in allen Talos-Fragen und Erbe der großen Daedalus-Steinhauerei. Deswegen habe ich ihm nach der Wahl ja auch so gut zugeredet. Vielleicht ein bisschen zu gut, denn kurz darauf ist er Hals über Kopf verschwunden. Ihr glaubt, dass euer Gemahl Reis ausgenommen hat, weil er sich der Aufgabe nicht gewachsen sah? Werte Frau Chai, bitte weint nicht. Euer Herr Gemahl ist keiner, der vor einer Herausforderung davonläuft und seine geliebte Ehefrau im Stich lässt. Bestimmt hatte er einen guten Grund und ist bald wieder da. Glaubst du das wirklich, Alfino? Und du? Glaubst du das auch? Hört ihr das, Frau Chai? Euer Gemahl liebt euch, wie kein anderer euch lieben könnte.
Davon sind wir überzeugt. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Bitte seid stark und geduldet euch noch etwas. Es wird sich bestimmt alles zum Guten wenden. Ich danke dir, mein lieber Alfino. Du hast ja so ein goldenes Herz. Ich werde im Salon bleiben und warten, bis ich meinen Liebsten endlich wieder in meine Arme schließen kann. Ach ja, dieses süße, süßliche Pummelchen. Aber warum läuft der auf einmal weg? Ich meine, ja, okay. Er ist ja schon so ein bisschen memmig unterwegs, ne? Und will alles lieber 5000 Mal überdacht haben, damit er bloß keinen Fehler macht. Aber weglaufen? Das ist ein bisschen seltsam. Die Scheiße waren immer auf unserer Seite. Wir sollten die Sorge der werten Dulia ernst nehmen und ihren verschwundenen Mann suchen. Irgendjemand muss was gesehen haben. Wie er die Stadt verlassen hat zum Beispiel. Wenn wir uns umhören, finden wir bestimmt eine Spur. Teilen wir uns auf. Sobald wir jeder ein paar Aussagen gesammelt haben, können wir uns am Tor der Herrlichkeit wieder treffen. Das klingt doch schon mal positiv. Nee. Jetzt müssen wir hier scheinbar jede Etage einmal durchforsten und mit irgendwelchen Leuten reden. Ja, da haben wir schon den ersten. Moen. Die erste. Ja, komm, kuscheln. Oh ja, die kuschelt. Herr Schei? Ja, ich habe ihn gesehen. Er war hier, um sich mit mir zu besprechen. Er sprach voller Sorge von einer drohenden wirtschaftlichen Flaute. Aufgrund der täglichen Versorgung mit Mjol hätten viele ihre Geschäfte brachliegen lassen. Außerdem stünden uns die Sündenvertilger nicht mehr als willige Lasttiere zur Verfügung. Er ersuchte mich um Hilfe und erst als ich ihm zusicherte, dass die Moven Handelsgesellschaft alles Erdenkliche tun würde, um auf einen wirtschaftlichen Aufschwung hinzuarbeiten, hält sich seine Miene ein klein wenig auf. Dann machte er seinen Absätzen kehrt und verschwand wieder. Das ist doch mal interessant. Wollen wir doch gleich mal hier runtergehen. Vielleicht finden wir hier auch gleich schon die nächste Person, die was zu sagen hat. Ja, nee. Scheinbar nicht. Macht aber nichts. Wir laufen hier einfach weiter runter. Durch dieses wunderschöne Julmoor mit seinen kaputten Decken, eingestürzten Säulen und schlecht ausgeleuchteten Fluren. Ja, ja. Eine wunderschöne Stadt ist das. Ah, seht ihr? Hat sich sogar gelohnt, hier lang zu gehen. Ja, der werte Herr war hier. Sah ziemlich müde und niedergeschlagen aus. Meinte, er würde sich um die Verteidigung der Stadt sorgen. Stimmt schon, wir haben viele gute Leute verloren. Manche haben wir beerdigt, andere haben den Dienst quittiert. Und nicht zu vergessen, die, von denen wir nie wieder gehört haben. Nachdem Ranjit sie mit auf seine Expedition ins Reich der Feen oder sonst wohin genommen hat. Die sind grün und blätterbewachsen. Entschuldigung, ich wollte damit nicht sagen, dass ich dir und deinen Freunden irgendwelche Vorwürfe mache. Wir alle haben getan, was wir tun mussten. Aber was dieser Shainus angeht, dem kam mit der Idee, Leute aus Wrackstadt und Torstadt anzuheuern und die Soldaten auszubilden, hat sogar einen Kostenplan aufgestellt. Es war ihm wichtig, dass Julmoor eine schlagkräftige Armee behält. Schließlich sei man doch für die Sicherheit der Bürger in der Stadt und auch im Umland verantwortlich. Na klar war ich seiner Meinung und als ich ihm das auch sagte, schien er gleich ein bisschen erleichtert und ist weitergeeilt. Durchs Tor in Richtung Wrackstadt. Es wird ja mal besser. Ah, guck mal, da ist der nächste. Ist der nächste Punkt? Da düsen wir auch direkt im Sauseschritt hin. Wer weiß, was hier abgeht. Denn noch sind... Das ist sozusagen die Slums von Julmoor. Echt mies hier. Hassenbett. Ja, er war hier. Er sah so aus, als wie du ihn beschreibst. Er hat sich nach Leuten erkundigt, die in letzter Zeit aus dem Umland gekommen sind und sich hier niedergelassen haben. Ich habe ihm ein paar von den Neuen vorgestellt.
Und viel gefragt über Wrackstadt hat er. Wie es uns geht und was wir essen, seit wir kein Mio mehr gibt, wollte er wissen. Also habe ich ihm gesagt, woran es uns alles fehlt. Ich habe ihm auch gesagt, dass die Leute keine Almosen erwarten. Die Umstände sind schwer und wer jagen kann, geht jagen. Und wer fischen kann, geht fischen. Jeder tut, was er kann und teilt, was er hat. Er sagte dann so etwas wie, wenn es mehr Möglichkeiten gäbe, sich zu betätigen, würden die Bewohner von Wrackstadt bestimmt mit anpacken und schienen über irgendwas nachzugrübeln. Dann hat er mit den Leuten aus Werfting gesprochen, die ich ihm vorgestellt habe, und ist weggegangen. Nach Torstadt und womöglich weiter, nicht in die Stadt zurück. Warum, das weiß ich nicht. Es wird ja immer besser hier. Was haben wir hier eigentlich? Akademie des Schreckens. Akademie des Schreckens. Was war nochmal die Akademie des Schreckens? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich werde es mal eben kurz einmal annehmen. Ich spreche den mal an und guck mal, was dabei passiert. Akademie des Schreckens. Ja, Gesandter der Alten, welchen Glück, dass ich hier gefunden habe. Wir benötigen deine Hilfe seit... Okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die Akademie des Schreckens mal gemacht habe. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, aber auch gleichzeitig neugierig. Weißt du, was die Akademie des Schreckens ist? Bing! Ich weiß, was es ist. Ich, Dorfdepp. Es gab natürlich zwei Random Eggs, als das Spiel rauskam. Und eine davon, das ist hier, ist der Zoologische Garten in Amarot. Ebenfalls so eine Flashback-Geschichte. Voll gut. Die können wir uns natürlich auch aufnehmen, also beziehungsweise angucken. Das ist nämlich dann zu... Dafür brauchen wir nämlich genau das hier, abgeschlossene Spielinhalte für Stufe 80. Kristallzwilling haben wir schon freigespielt und hier diese Fragezeichen, das ist die Akademie. Ganz vergessen. Oh wei, Schande auf mein Haupt. Da wären wir also wieder. Ich weiß, dass die Leute dir vertrauen, also hast du doch bestimmt etwas erfahren, oder? Ich habe 1, 2, 3 Münzen. Kriege ich dafür eine Story? Interessant, interessant. Shanu scheint ziemlich geschäftig zu sein. Ich habe mit einem Gast im Bienenstock gesprochen. Der hat gesehen, wie Shanus dem Direktor des Lustspielhauses ein paar Fragen gestellt hat. Er wollte zum Beispiel wissen, was er davon hielte, wenn mehr Gäste von außerhalb Yumos in den Bienenstock kämen. Als der Direktor sagte, dass neue Kunden immer willkommen sind, soll sich Shanus sehr gefreut haben und gleich aufgebrochen sein. Er rennt von hier nach da und stellt den Leuten allerlei Fragen über Humor und wie man es verändern sollte? Ja, das hört sich nicht wie jemand an, der Reis ausgenommen hat. Ganz im Gegenteil. Aber wo er steckt, das wissen wir immer noch nicht. Humor ist frei, aber nicht frei von Problemen. Nach allem, was du erfahren hast, scheint sich Shanus aber nicht nur Sorgen um die Zukunft der Stadt zu machen, er interessiert sich auch für die Lage in den Dörfern des Umlands. Gut möglich, dass er dorthin aufgebrochen ist, um sich selbst ein Bild zu machen, also sollten wir ihm folgen. Kaishir, kannst du dich in du kennst dich in Torstadt aus. Sieh dich doch genauestens um, ob Shanus nicht vielleicht doch noch dort ist. Ich habe Freunde in Stillwasser, also übernehme ich das. Dufte? Willst du dein Glück in Werfting versuchen? Einverstanden. Wo wollen wir uns, sollen wir uns denn wieder treffen? Wenn wir keine Spur finden, bleibt nur noch das Hochland im Norden von Kolusia. Also schlage ich als Treffpunkt die oberste Sprosse vor. Aber auch wenn jemand Shanus finden sollte, ist es ein guter Treffpunkt. Die Entfernung zu Humor könnte dabei helfen, ein ruhiges Gespräch mit unserem flüchtigen Regenten zu führen.
klingt tatsächlich ausnahmsweise mal gar nicht so blöd. Dann ab nach Werfting. Da hinten. Ah, guck mal. Da haben wir Hastelot. Das ist der große Bruder von Oxelot. Ja, da war ein Edelsmann, ein Mystel, wie du ihn beschreibst. Er interessierte sich für das Verhältnis zwischen uns und der großen Stadt und hat sich mit ein paar Dorfbewohnern unterhalten. Viele sind ja nicht mehr da. Die meisten haben Werfting verlassen, um etwas von Meol abzubekommen oder weil sie auf ein Leben in den oberen Stockwerken hofften. Und das war nachdem Vorthrys Hunger nach Soldaten uns bereits die Starken und Jungen geraubt hatte. Aber noch bevor die Sundenvertilger kamen, um auch wirklich den Letzten zum Aufgeben zu zwingen. Wir haben harte Zeiten hinter uns und ich kann dir sagen, dass viele nicht gut auf Yulmor zu sprechen sind. Das habe ich alles dem Edelmann erzählt. Wir glauben ja, dass die Stadt sich ändern kann, jetzt da Vorthry weg ist. Aber die, die noch hier sind, ziehen es vor, sich die Sache aus der Entfernung anzusehen. Als alles gesagt war, ist der Edelmann verschwunden. Das ist zumindest mal eine kräftige Aussage. Ja, kommt. Wir erlauben es uns. Gucken wir mal, ob wir da einfach hochfliegen können. Flieg! In der Zeit kann ich nämlich ganz genüsslich wieder meinen Eistee schlürfen. Wunderbar. So, ihr merkt, ich bin von Kaffee auf Eistee gesprungen. Hat damit zu tun, dass wir jetzt gerade 0 Uhr haben und ich irgendwie gerade keinen Bock auf Kaffee habe. Ich habe keinen Bock auf Kaffee, what the fuck? Das ist natürlich eine Lüge. Ich habe heute schon, keine Ahnung, 5 oder so hinter mir. Seit ich angefangen habe aufzunehmen. Sieht nicht so aus, als hätte Kaishir hier in Torstadt gefunden. Aber vielleicht hat er eine Spur. Wir auch. Dort war er also auch. Überall ist es das Gleiche. Er hat sich nach den Umständen und den Verhältnissen zu Yume erkundigt und dann ist er weitergezogen. Er sucht nach einem Weg, die Beziehung zu den Siedlungen im Umland zu verbessern und eigentlich bleibt nur noch ein Dorf auf seinem Streifzug übrig. Eintracht. Bestimmt finden wir ihn da oder zumindest seine Spur. Also los, auf nach Eintracht. Oh. Das klingt doch einfach. Das Gute ist, dadurch, dass wir auch fliegen können, sind die Wanderwege nicht mehr so ganz so krass. Und wir bewegen uns dann dementsprechend ein bisschen flotter durch die Gegend. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. So. Ist er hier? Da haben wir ihn erwischt. Ihr? Janus, da seid ihr ja. Wir haben euch überall gesucht. Mich gesucht? Aber warum denn? Eure Frau Gemahlin macht sich große Sorgen, weil ihr so plötzlich ohne ein Lebewohl verschwunden seid. Ohne ein... Hat sie denn meinen Brief nicht gelesen? Ich hab ihn doch extra auf die Nachtkommode gelegt. Ach, vielleicht war sie einfach zu sehr in Aufregung, als ich am Morgen nicht da war und hat ihn übersehen. Ist sehr ihr ähnlich. Herr Schei, dürfte ich wohl fragen, warum ihr überhaupt aufgebrochen seid? Ich habe gehört, dass man euch zum neuen Regenten gewählt hat und dann seid ihr losgezogen, um euch allerlei Informationen über Yulmor und die Dörfer der Umgebung einzuholen. Darf ich annehmen, dass ihr euch auf euren neuen Posten vorbereitet? Moment, nicht so eilig. Soweit sind wir noch nicht. Ja, es stimmt, dass ich mir zunächst ein klares Bild verschaffen wollte. Aber das bedeutet nicht, dass ich den Posten übernehme. Es gibt eine gewisse Bedingung. Solange die nicht erfüllt ist, sehe ich mich nicht imstande, die Wahl anzunehmen. Eine Bedingung? Und dazu noch eine, die euch bis nach Eintracht geführt hat? Ja. Ich habe bereits viel Zuspruch erhalten. Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, wollen mir helfen, Yulmor wieder aufzubauen. Aber es gibt da noch jemanden. Erst wenn ich ihn überzeugen kann, mir zu helfen, kann ich darauf hoffen,
das Amt an, annäherungsweise verlässlich auszuüben. Jetzt verstehe ich. Ihr seid kein Mann der halben Sachen, Shainus. Wenn ihr etwas macht, dann wollt ihr es richtig machen. Ich bin mir sicher, dass eure Entscheidung weise sein wird. Darf ich euch denn dabei behilflich sein, diesen jemand zu überzeugen? Ich bin mir vollkommen sicher, dass ihr einen guten Regenten abgeben werdet und werde euch nach besten Kräften unterstützen. Nein, ich nicht. Sei keine Nuss, Shainus. Lass es uns tun. Na, das finde ich gut. Meint ihr wirklich? Deine ganze Stadt denkt so. Alle haben am Fluss des Gulk gesehen, wozu ihr am Fuß des Gulk gesehen, wozu ihr fähig seid. Niemals hätte ich gedacht, dass jemand jemals so etwas Großartiges zu erleben. Ich hatte ja nur Yulmo im Sinn. Unbedingt wollte ich in die Hauptstadt des Vergnügens schaffen, so wie meine Freunde aus Werfding. Doch das Vergnügen hatte ein jähes Ende. Mein Leben wahrscheinlich auch, wenn nicht Duft und Alfino gewesen wären. Sie haben uns allen die Augen geöffnet, damit wir die Stadt zu einem lebenswerten Ort machen können. Ich kann keine Lichtbringer erschlagen oder Riesentalu errichten, aber ich möchte irgendetwas tun, damit es alle ein bisschen besser haben. Ich weiß noch nicht, was das sein könnte, aber wenn ich euch folge, werde ich es bestimmt herausfinden. Bitte, Herr Shai, lasst mich mit euch gehen. Also, manchmal kommt es mir so vor, als würdet ihr über einen anderen Shainus sprechen. Aber was soll ich dagegen haben, einen so begeisterten Verfechter unserer Zukunft an meiner Seite zu haben? Ich würde mich freuen, wenn du mich begleiten würdest, Kaishi. Das hat er so süß gesagt. Ich danke euch allen. Aber diesmal muss ich keinen Talus zum Laufen bringen, sondern eine ganze Stadt mit Bewohnern aus Fleisch und Blut und richtige Sorgen. Deswegen bin ich hier, um jemanden zu finden, der die Erfahrung und die Expertise hat, eine Stadt zu leiten. Und dieser jemand ist hier in Eintracht? Ja, oder besser gesagt, er war hier. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen, aber er wollte mir nicht zuhören und hat mich einfach hier stehen lassen. Sein Name ist Vrenden. Er war ein hoher Staatsbeamter unter Vosrys Vater und hat die Geschicke der Stadt mit Rat und Tat wesentlich beeinflusst. Man sagt, dass Ranjit und er die linke und rechte Hand von Yulmo waren. Niemand hatte mehr Einfluss. Ich verstehe ein oder zwei Dinge davon, wie man technische Projekte umsetzt, aber die Arbeit als Politiker ist nochmal eine ganz andere. Ich brauche einen erfahrenen Beamten wie Vren an meiner Seite. Verstehe. Aber wenn Vrenden euch gerade hat abblitzen lassen, bringt es wohl nichts, ihm jetzt sofort hinterher zu laufen. Geben wir ihnen etwas Zeit, sich abzukühlen. Warum machen wir nicht in Eintracht Rast und legen eine Strategie zurecht, wie wir ihn überzeugen können? Hier in Eintracht hat sich doch Tristel niedergelassen. Vielleicht kennt er Vrenden ja sogar und kann uns einen Tipp geben. Kommt, Fragen kostet nichts. Das klingt doch mal nach einem Plan. Endlich mal weise Worte hier in dieser Welt. Es freut mich, euch wiederzusehen. Ihr seid hier, weil Vrenden Shainus eine Abfuhr erteilt hat, nicht wahr? Ich habe alles angesehen. Tristel, wenn du irgendwas weißt, was mir weiterhelfen könnte, um Vrenden zu überzeugen, dann verrate es mir bitte. Es geht um die Zukunft von Yulmo. An das Humor der Vergangenheit will ich nicht denken, aber wenn es um eine neue Zukunft geht, bin ich bereit zu helfen. Was kann ich euch über Renton sagen? Er ist ein Mann mit strengen Prinzipien und stolz auf das, was Humor einmal war. Er schätzt Entschlossenheit und duldet keinerlei Willensschwäche. Er wird erwarten, dass ihr euch ernsthaft um so einen Wechsel bemüht und keinen Zweifel an euren Erfolg habt. Doch wenn ihr ihn wirklich überzeugen möchtet, dann müsst ihr ihn bei seiner Liebe zu Humor packen. Keinen Zweifel zeigen. Das wird schwierig genug. Aber wie soll ich ihm denn klar machen, dass ich ein Yulmo errichten möchte, auf das er stolz sein kann?
Er ist in Richtung Schacht 8 gegangen. Geht und lasst euer Herz sprechen. Er wird eure Absichten beurteilen können. Also los. Ich setze alles auf eine Karte. Entweder kommt er mit oder nicht. Aber daran, dass ich nicht aufrichtig mit ihm gesprochen habe, soll es nicht liegen. Na also. Das klingt doch tatsächlich ziemlich gut. Ich glaube da lang. Ja. Ah, hier drüben sind auch nochmal ein paar Häuschen. Haben die drei Häuser auch einen Namen? Ich meine, die vier Häuser da hinten heißen Eintracht. Könnten die hier vielleicht auch einen Namen haben? Ah, Brandon. Hallo. So siehst du also aus. Ein Rogadin. Boah, sieht aber auch echt mega aus wie... Komm ein Stück näher und ich beiß dich kaputt, Junge. Mit meinen stählernen Zähnen und meinem harten Kiefer. Was willst du schon wieder hier? Und wozu die Unterstützung? Glaubst du etwa, dass ich mich eher überzeugen lasse, wenn du mit deinem Trupp Helfer im Schlepptau anrückst? Sie sind nicht hier, um dich zu überzeugen. Aber Helfer, das sind sie in der Tat. Sie haben uns aus Warthrys falschem Traum erweckt. Du hast doch bestimmt von der Kriegerin der Dunkelheit gehört. Kriegerin der Dunkelheit, sagst du? Wir können uns nicht ewig darauf verlassen, dass sie und ihre Freunde uns mit ihrem Mut und ihrer Güte zur Seite stehen. Die Zeiten, dass wir uns von jemandes Gunst abhängig machen, sind vorbei. Sie werden für immer unsere Freunde sein. Aber in Zukunft müssen wir lernen, ohne Retter auszukommen. Chainus. Du bist ja wirklich hartnäckig. Ich habe meine ganze Karriere dem Wohl des Landes und des Volkes gewidmet. Ich habe den alten Herrn beraten und seine Entschlüsse umgesetzt, so gut ich konnte. Und ich war stolz auf meine Arbeit als Staatsbeamter. Doch mit dem Paradies, das sein Sohn versprach und nach dem sich die Bürger so sehnten, damit konnte ich mich nicht anfreunden. Also kehrte ich Julmor den Rücken und habe es nie bereut. Und jetzt, sagst du, wollen ausgerechnet die Adligen, die in diesem Paradies nichts anderes getan haben, als sich die Bäuche vollzuschlagen, ein neues Land errichten? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber eins weiß ich. Ich möchte ein Land errichten, über das seine Bewohner Lieder des Lobes dichten. Es war doch hauptsächlich die Angst vor den Sündenvertilgern, die uns nach Julmor trieb. Nur dort war es sicher und es gab genug zu essen. Die einfachen Leute mussten Frondienste leisten und Tag ein, Tag aus damit rechnen, hochkant wieder herausgeworfen zu werden. Wer nicht gebraucht wurde, führte im Schatten der Stadt ein Leben in Abhängigkeit und Armut. Unter den Freien gab es nicht wenige, die die Ungerechtigkeiten nur ertrugen, weil sie ihr Gewissen mit Wein und sinnfreiem Vergnügen betäubten. Wenn ich Regent über das neue Land wäre, würde ich die Güter so verteilen, dass jeder eine Chance erhält, sich eine Lebensgrundlage aufzubauen. Jeder soll für sich selbst sorgen können. Egal ob arm oder reich, Arbeiterin oder Freie, jeder soll stolz auf seinen Beitrag sein, den er für sich und andere leistet. Wir werden den Schiffsbau wiederbeleben, den Ackerbau und die Viehzucht. Wir werden den umliegenden Siedlungen unsere Hand entgegenstrecken und Handel betreiben, der für alle zum Vorteil ist. Ich bin kein Herrscher und auch kein Politiker. Ich bin Ingenieur. Ich träume von einem Land, das so reibungslos funktioniert und so produktiv ist wie der allerbeste Talos, der je die Daedalus-Steinhauerei verlassen hat. Ich kann dafür sorgen, dass in unserem neuen Zuhause jedes Zahnrad sitzt,
jede Mutter festgezogen und jedes Gewinde gut geölt ist. Aber wir brauchen deine Erfahrung in Staatsdingen. Bitte, Vrenden, hilf den Bürgern von Julmor dabei, diesen Traum wahr werden zu lassen. Ein Land, auf das seine Bewohner Loblieder dichten. Das wäre doch zur Abwechslung mal was. Du hast Leidenschaft für deine Pläne, Chainus. Aber du wirst mir beweisen müssen, dass du wirklich das Zeug zum Regenten hast. Was? Was soll ich denn tun? Nur ein klitzekleiner Test. Ich will sicher gehen, dass du mehr drauf hast, als bloß schöne Reden zu schwingen. Denn von solchen Regenten hat die Welt schon genug. Oh wei. Ich bin mal gespannt, was der gute Vrenden von Chainus dann abverlangt. Aber was? Das sehen wir erst in der nächsten Folge. Let's play Final Fantasy 14 mit dem Duft, der Duft, wie zu blablabla.